Wien Mitte, Montagmorgen. Im Regen verteilen Wahlhelferinnen Frühstückskipferl. Auch Parteiprominenz ist heute unterwegs. Wenn es Anliegen gibt, bin ich jederzeit, habe offene Ohren für Sie. Jetzt unterstützen wir den Rudi Hunsdorfer, ich gebe Ihnen einen Brioche mit. Vor allem Frauen sollen heute von Rudolf Hunsdorfer überzeugt werden. Nicht bei allen ist das gelungen. Ich habe zu ihm eigentlich fast kein Vertrauen. Ich wünsche mir nur einen anständigen Menschen an der Spitze und das ist der liebe Rudi Hunsdorfer. Hunsdorfer selbst meint zum Frauenanteil in der Regierung. Bei der Regierungsbildung würde ich wahrscheinlich schon darauf drängen, im Vorfeld zu sagen, bitte, es geht, man kann halbe-halbe machen. Es gibt ja Landesregierung, wo das möglich ist. Und demzufolge sollte es auch auf Bundesebene im höchstmöglichen Ausmaß möglich sein. Rückendeckung bekommt Hunsdorfer auch von Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hossig. Weil die SPÖ in ihren Gremien einheitlich beschlossen, festgestellt hat, dass der geeignete Kandidat für dieses Amt ein Mann ist, Rudolf Hunsdorfer, mit seiner Erfahrung, mit seinem Verströmen von sozialer Sicherheit und seiner Krisenstandhaftigkeit. Und daher ist das auch für mich als Frauenministerin mitzutragen gewesen. Ich habe das gerne mitgetragen. In den Umfragen liegt Hunsdorfer weit hinter seiner weiblichen Gegenkandidatin Irmgard Griss. Sie macht ihm gerade bei den Frauen starke Konkurrenz. Würden Sie als Frau sich selbst wählen? In dem Fall muss ich ganz offen sagen, nein. Aber das ist jetzt im Wahlkampf und demzufolge ist über diese theoretischen Spielereien, glaube ich, da stellen Sie jetzt den Falschen die Frage. Ne? Dennoch versucht Hunsdorfer noch bis Sonntag die Frauen auf seine Seite zu ziehen. Alles Gute, bitte, alles Gute.